Magenkrebs durch Alkohol? Mehr dazu gibt es in diesem Video. Millionen Menschen in Deutschland zwischen 18 und 69 Jahren weisen einen sehr hohen und dadurch auch ungesunden Alkoholkonsum auf. Natürlich ist es super gemütlich, mit der besten Freundin am Abend mal ein Glas Rotwein zu trinken. Dagegen ist auch gar nichts zu sagen. Aber wenn aus diesem Glas gleich eine ganze Flasche und das nicht nur einmal im Monat, sondern gleich mehrmals im Monat wird, dann macht nicht nur der Magen Probleme, sondern auch die Leber. Es kommt zu Nährstoffdefiziten und gleichzeitig auch Übergewicht. Du siehst also, ich könnte stundenlang über das Thema reden. Wir konzentrieren uns aber in diesem Video auf den Magen-Darm-Trakt. Wenn ihr aber mehr über dieses Thema wissen wollt, dann lasst uns gerne einen Kommentar da. Der Abbau von Alkohol ist eine große Belastung für den Magen. Zusätzlich gibt es dann noch einige alkoholische Getränke, die die Produktion von Magensäure anregen, wie zum Beispiel Bier. Das schädigt dann nochmal zusätzlich die Magenschleimhaut. Die Folge kann eine Magenschleimhautentzündung sein, eine sogenannte Gastritis. Eine Magenschleimhautentzündung kann bei jahrelangem übermäßigen Alkoholkonsum sogar chronisch werden. Es können sich außerdem Magengeschwüre bilden, die operativ entfernt werden müssen. Auch das Risiko, an Magenkrebs zu erkranken, ist dann erhöht. Die Funktion des Magens ist im Allgemeinen beeinträchtigt und auch die Nährstoffaufnahme. Es kommt zu Magenschmerzen, aber auch Übelkeit und Erbrechen. Und dieses Erbrechen wiederum führt dazu, dass dieser saure Mageninhalt die Zähne beschädigt und dadurch sich Karies bilden kann. Durch einen hohen Alkoholkonsum kommt es außerdem zu einer Schädigung und Veränderung der Dünndarmschleimhaut. Wichtige Nährstoffe können dann nicht mehr in ausreichendem Umfang aufgenommen werden. Dadurch kommt es natürlich dann zu Nährstoffdefiziten mit den bekannten Mangelerscheinungen. Zusätzlich können aber giftige Stoffe und Schwermetalle vermehrt in den Körper eindringen und dort die giftige Wirkung entfalten. Trink also nicht jeden Tag Alkohol und auch nicht übermäßig. Einem netten Weinabend mit Freunden steht überhaupt nichts entgegen. Kenn einfach dein Limit und genieß den Abend. Ich freue mich aufs nächste Video mit euch und lasst unbedingt einen Daumen hoch da. Und wenn ihr noch eine Frage habt, einen Kommentar. Ich bin Sarah von Sarah's Green.